So, was haben wir hier? Ich fange schon wieder an zu erforschen. Merkt ihr das? Was ist das denn? Ach so. Irgendwas, das war... Ziehen können. Dann musst du so wohin ziehen wahrscheinlich. Eine Boje. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht hier hin muss. Ich will ja nichts sagen, aber lass uns das mal ganz kurz durchrechnen. Lara Croft ist ungefähr wie groß? 1, sagen wir mal 75? Lara Croft ist wie alt? Ist das bekannt oder zu dem Zeitpunkt hier? Könnte ich noch einfach schieben. Noch nicht so ungefähr alt. Ja, okay, sagen wir mal, was weiß ich, Anfang, Mitte 20. Ach, guck mal, da kann man hochklettern. Und wie schwer? Nicht. Sagen wir mal 55 Kilo oder was auch immer. Durch die Brüste vielleicht. Jetzt kommt er wieder mit seiner Physik hier. Ja, ja, ja. Worauf ich hinaus will ist, wie verdammt nochmal schafft sie es, diese gefühlt tonnenschwere Boje durch die Gegend zu schubsen? Ich glaube nicht, dass die gefüllt ist, dann würde sie nicht... Gefühlt tonnenschwer. Ja, aber sie treibt. Guck mal, sie treibt auf diesem bisschen Wasser hier und richtet sich immer wieder auf. Die ist bestimmt relativ leicht. Ja gut, sie hat nicht so die Wassertiefe, sie wird nicht so schwer sein, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine... Naja, gucken wir mal weiter. Hallo. Ihr wisst ja, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Das sieht interessant aus hier. Hey, ist das eine Medibox? Gibt's sowas? Erfahrungspunkte. Eine Erfahrungspunktebox. Yeah. Halt. Interaktiv. Ein Helm. Buddeln wir mal die Toten aus. Leichenschänderin ist ja auch noch sehr gut. Hügelgräberin. Ja. Nee, die Gräberin steht da nicht. Lass mich in Ruhe. Hügelgräberin, ein wahrhaft ehrenhafter Beruf. Ja, früher, als wir noch junge Burschen waren, hatten wir nichts. Hatten wir ja gar nichts. Da war aber Hügelgräber. Da musste man sich seine Hügel noch selber graben, ja? Sonst ging das nicht. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das alles habt heute hier. Es glitzert. Einer von 15. Yeah. Geocaches. Das sieht schon wieder... Jetzt wird's interessant. Wo ist das geheime Grab? Hier bestimmt. Ja, dann ziehen wir die... Was ist das denn noch nicht? Sieht so... Ich muss etwas Stärkeres finden. Neuer Aus... Ja, da ist ein Wolf. Nein. Ein Schwein, ein großes Tier. Hallo, mein Freund. Muss man auch essen in dem Spiel? Ist das so Metal Gear Solid? Nee, aber du kriegst Erfahrung und Bergungsgut dafür. Ach so. Schade. Also, die Idee fand ich toll, Metal Gear Solid Snake Eater. Hat mir gut gefallen. Scheiße, es entkommt uns. Ja. Und warum? Es lahmt. Du bist schuld. Da ist noch so, das ist ein Kollege. 80 Erfahrungspunkte, das lohnt sich nämlich. Bei den Wildschweinen lohnt sich das, habe ich gemerkt. Das letzte Mal, als ich mir ein Handbuch aus dem Gothic-Handbuch zu Herzen genommen habe und einfach mal gedacht habe, lasst uns Wildschweine jagen. Ich glaube, jeder, der schon mal Gothic 3 gespielt hat, weiß, worauf ich anspiele. Und wahrscheinlich auch viele, die es nicht gespielt, aber davon gehört haben. Das legendäre Wildschwein-Fiasko. Im Zweifelsfall einfach mal hier auf YouTube gucken. Gibt es bestimmt das ein oder andere Video. Das Kampfsystem von Gothic 3 war nämlich so ausgelegt, was die Gegner angeht. Und hier ein Panzer. Das ist für ein einfaches... Also Was war das denn? Zum Teufel. Es hat wunderbar geklappt, wenn man menschliche oder Ork-Gegner hatte oder sonst was. Aber es war einem einfachen, normalen, kleinen Wildschwein möglich, den Spielercharakter quasi so zu stunloggen, dass es konstant angegriffen hat und man keine Chance mehr hatte, aus diesem Reigen rauszukommen, bis man dann tot war. Und da gab es eine ganz, ganz berühmte Quest, wo ein Jäger einen dann auffordert, lass uns Wildschweine jagen gehen. Ja, und Spieler auf der ganzen Welt haben sich in Fetalstellung in die Ecke verkrochen und vor sich hingewimmert. Quasi so wie die Murlocs aus World of Warcraft.
Gothic 3 war noch aus dem deutschen Haus, ne? Oder war das schon das indische Gothic? Das Add-on von Gothic 3 war das indische. Okay, ja. Das war. Wir reden nicht über das Add-on von Gothic 3. Es gibt kein Add-on von Gothic 3. Ja, ja. Und die Indiana Jones Trilogie war auch klasse. Alle drei Filme. Ähnlich der Star Wars Trilogie. Ja, yeah, genau. So, ich habe das Gefühl, wir irren schon wieder hier ziellos durch die Gegend. Wir? Halt die Klappe. Ich als Stimme an Bord, aber. Naja. So, hier so ein paar Pfeile wieder einsammeln. Da sehe ich doch links eine Wand zum Klettern. Und hier muss irgendwas Seilpfeiliges in der Nähe sein. Da ist eine Wand zum Klettern. So, wo haben wir hier was für den Seilpfeil? Weil diese Pfosten hier, die signalisieren doch immer, dass man da ein Seil festmachen kann. Da muss man ja auch irgendwo hinklettern können. Ja. Oh. Ich gehe mal zurück. Dann ist er wieder ein bisschen zu weit vorgeprescht hier. Also. Womit wir wieder beim Thema wären. Hier ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ja. Können wir gleich erstmal einen Fähigkeitenpunkt verteilen hier. Gucken wir mal, was wir im Angebot haben. Jetzt, wo wir ja endlich die letzte Stufe freigeschaltet haben. Ich war ja sehr an dem hier interessiert. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Ja, dann X es mal, ne? Mach ich auch. So. Und dann gucken wir mal, was wir an der Ausrüstung verbessern können. Hier, was ich vorhin gemeint habe. Alles klar. Das ist voll aufgewertet, das ist voll aufgewertet. Dort haben wir hier noch Magazinschein. Ja gut, das ist auch nicht unbedingt. Gucken wir mal, ob wir die Schrotflinte vielleicht noch irgendwie retten können. Weil ich bin nicht so begeistert von der Schrotflinte in diesem Spiel. Vielleicht benutze ich sie auch einfach falsch. Ich meine, ist ja sehr kompliziert in der Handhabung. Stabilisiert, das ist noch nicht freigeschaltet. Nee, nichts Interessantes dabei. Warten wir mal ab, was wir vielleicht noch an Waffen-Upgrades finden. So, wo sind jetzt unsere Leute? Die müssen sich ja irgendwie rumtreiben hier. Ich kann sie doch hören. Wie sie immer wieder versuchen, den Motor in Gang zu bringen. Das ist natürlich sinnvoll. Ja. Wenn es die ersten 50 Male nicht funktioniert, dann... 50 ist gut. Hier auf. Ich bin neugierig. Ah, guck mal hier. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Panir. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Jonah hat wahrscheinlich als erster von uns daran geglaubt, dass diese Insel verflucht ist. Ich muss einen Weg finden, sie alle von hier wegzubringen. Ja, ja, der gute Jonah. Ich habe keine Ahnung, welcher von denen das ist. Aber anscheinend kann er durch Wände und Türen gehen. Denn wie sonst hätte er sein Tagebuch hier in diesem abgeschlossenen Raum deponieren sollen. Indem er die Tür aufmacht, reingeht, es schreibt, es hinlegt, rausgeht und die Tür abschließt.
Weil er natürlich den Schlüssel hat zu den Ruinen auf dieser Insel, auf der er noch nie zuvor gewesen ist. Natürlich. Macht Sinn. Definitiv. Ja. So. Logische Erklärung. Da liegt noch ein Dokument. Im anderen Gebäude, direkt gegenüber. Hm, wo ist es wohl? Ja, das ist der Vorteil des Überlebensinstinktes. Huch, ist hier gerade irgendwas vorbeigehuscht? Ach, ein Vogel. Ein Vogel. Denn wenn innerhalb der Reichweite des Überlebensinstinktes irgendwelche Sachen zum Einsammeln sind, werden die dann auf der Karte markiert und man kann sich einen Wegpunkt dahin setzen. Das macht das Erforschen relativ simpel. Roth, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Das haben bestimmt schon viele Leute ich gesagt. Ich will die Kleine auch hart dran nehmen. Reyes hatte recht. Ich war naiv und Menschen wurden verletzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie wieder nach Hause zurückkommen. Nach Hause kommen. Kreative Freiheit. Kreative. Verklag mich. Da ist noch was hier. Ein Geocache. Ach, die sind mir doch egal. So, hier ist das geheime Grab. Da unten ist noch ein Geocache. Oh, hier sind sogar zwei geheime Gräber. Guckt euch das mal an. Soweit ich weiß, gibt es insgesamt 7. Wir haben ja bisher 4 davon gefunden. Ich glaube, an einem sind wir irgendwie vorbeigeschippert, wurde mir zumindest gesagt. Hier liegt eine Schatzkarte ohne Grab in der Nähe. Mhm. Na gut, so. Irgendwo hier soll ja Reyes sein. Reyes, das ist, glaube ich, die unfreundliche Schwarze. Hier vorne links. Afroamerikanerin. Hey, meine Süße. Komm, Guschel. Alex wäre jetzt bestimmt auch gerne hier. Ja. Oh, das glaube ich. Unterwegs zur Endurance holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jonah da drüben. Sieg! Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Nein. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Na Gott sei Dank ist Lara vorbeigekommen und hat denen die Idee gegeben, den Flaschenzug zu benutzen. Okay, sie probieren ja schon sie aber seit 700 Versuchen. Auch irgendwas tun? Geh einfach nicht den Weg rum. Glaubst du, die Dinger schießen noch? Die müssen gereinigt werden, aber sie werden funktionieren. Hoffentlich werden wir sie nicht brauchen. Sam, sei vorsichtig. Es tut mir leid. Hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Ach, ein Maschinengewehr hat er da. Sehe ich ja jetzt erst. Mann, Sam. Wie viel Zeit brauchst du, nachdem wir die Maschine rausgehoben haben? Mit dem richtigen Werkzeug ein paar Stunden. Morgen früh können wir bestimmt abbrechen. Ich kann mit ihr nicht sprechen. Alex nicht wieder rumträumt. Aber mit ihm können wir sprechen hier. Es ist schön, dass du wieder da bist, Lara. Wir werden alle irgendwie von hier wegkommen. Du solltest aufbrechen, bevor es zu spät wird. Die
Die Sonne geht schon unter. Du solltest gehen. Ich glaube, die wollen, dass wir gehen. Ganz schön im Eimer. Aber ich krieg's schon zum Laufen. Hey, Lara. Danke, dass du uns da rausgeholt hast. Du würdest dasselbe für mich tun, oder? Klar. Ja, sicher. Warum bist du noch hier? Wir brauchen diesen Flaschenzug, Lara. Schade, ich kann nicht zielen. Richtig. So. Oh, zum Glück gibt es in der Nähe keine Spiegel. Ich muss furchtbar aussehen. Sicher nicht so schlimm wie ich, Sam. Ach was, ihr seid beide wunderschön. Ach, Jonah, du bist süß. Langsam wird er mir unheimlich. Aber ein schlechter Lügner. Ich kann es kaum erwarten, hier wegzukommen. Ich fühle mich nicht sicher. Keine Sorge, wir kommen heim. Wann das wohl liegt? Irgendwie. Die machen sich auch gar keine Sorgen irgendwie. Irgendwie fühle ich mich nicht sicher hier. Braucht Jonah nicht irgendwas von dem alten Segelboot da? Ach, ist ja gut. Sollte besser gehen. Ich gehe ja schon. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass du los sollst. Ist Alex zufällig der Whitman oder wie er hieß? Der Expeditionsleiter da? Obwohl, nee, der Leiter war Roth, oder Leute? Also dieser komische Typ da, dem ich nicht so ganz vertraue. Und Chris hat wieder keine Ahnung, wovon ich rede. Richtig. Das sieht man dann immer an seinem Gesichtsausdruck. Richtig. Seht ihr? Einfach immer nur nicken und ja sagen. Und ja, ich habe mich ein bisschen weiter zurückgelehnt. Aber ich glaube, ich komme mal wieder ein Stück näher ran. Auch, weil wir auf so einem winzigen Monitor spielen hier. Winzig. Immer noch ein Problem, dass ich nach wie vor nicht in den Griff die 60 habe. Zoll reichen einfach nicht. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ihr seht ja nicht, wie groß unser Monitor hier ist. Ja, besser ist das. Ihr würdet euch totlachen. Und dann hätten wir keine Zuschauer mehr. Weil die wären dann alle tot. Also ich würde sagen, mein... Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Das Schiff, vermutlich mal. Ja, ich würde sagen, mein ganz alter 17 Zoller ist ungefähr doppelt so groß. Aber HD. Also das kriegt er schon hin. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, es ist auch eher ein Problem mit unserem Aufnahmegerät. Weil... Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht gut. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Ja, wie gesagt, ich vermute, es ist eher ein Problem mit unserem Aufnahmegerät, denn wenn wir auf den größeren Bildschirmen und Fernsehern spielen, kommt es in der Aufnahme ständig zu Bildstörungen. Ja, wir müssen uns damit mal ein bisschen auseinandersetzen. Irgendwie mal gucken. Ja. Ich meine, man könnte das Ganze ja weiter auseinanderstellen, aber da haben wir zu kurze Kabel für. Man könnte sich natürlich neue zulegen, aber da haben wir einfach das Budget nicht für, beziehungsweise sind zu faul. Das Budget haben wir natürlich. So, und einen neuen Ort haben wir auch noch entdeckt. Du schießt jemanden mit einem Pfeil in den Kopf und entdeckst einen neuen Ort? Hey, toll. Das ist mal Multitasking. Ja, ja. Das wünsche ich mir für 16 Leben. Eine Reliquie haben wir hier. Das meinte ich mit, dass der Überlebensinstinkt hier Sachen auf der Karte markiert. Das ist recht praktisch. Und auch so ein... Hey, cool. Du kannst sogar nicht schwimmen. Danke, dass du mir das auch mal gezeigt hast. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich den nicht zu oft benutzen will. Wer zum Teufel sind die? Oh nein. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Ich befürchte ja, wenn wir ihn jetzt abknallen, bevor das Gespräch zu Ende ist, alarmiert das seinen Kumpel da hinten. Hältst du das für eine gute Idee? Nein, was denkst du denn? Wem redet er eigentlich? Man weiß es nicht.
Aber gut, dass er Wache hält, indem er auf das weite Meer hinaus starrt. Statt vielleicht mal da zu gucken, wo eventuell einer herkommen könnte. So Richtung Strand oder so.